Hallo, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, Samstag guten Morgen. Es ist immer wieder Zeit, ich habe ja euch angekündigt, ich mache so alle 14 Tage ein Video, ein Update-Video zu meiner 1 Million Euro Challenge oder 1 Million Dollar oder Euro Challenge, je nachdem, was sich besser anhört. Also von 20.000 auf 1 Million in 10 Jahren. Ja. So war die Überschrift des ersten Videos vor genau 10 Tagen am 10.11.2021. Heute mal den 20. Samstag und es hat sich einiges getan. Ich hatte zwei Abstürze. Also hier das letzte Video, falls ihr es nicht gesehen habt, das erste Video zu dieser Challenge, zu diesem Projekt, das ich mir selber auferlegt habe, hier zusätzlich zu allen anderen Dingen, die ich halt so mache. Also ich habe natürlich auch Aktien und ganz normale Sachen, Sparpläne, Kryptowährung, Sparpläne und naja, auch noch meine Selbstständigkeit, wo ich wahrscheinlich auch immer mal wieder was investieren werde. Also all das gehört natürlich, das Gesamtpaket macht es. Ja. Also ich früher immer wieder auf die Schnauze geflogen bin und das gleich mal vorweg. Einer der Hauptgründe war, weil ich immer all or nothing, also quasi all in gegangen bin mit irgendeiner Sache, wo ich dann zusätzlich auch noch nicht mal genau informiert war. Ne. Also das war halt immer sozusagen einer der Hauptgründe. Und besonders was Börse betrifft, da ist es wirklich ziemlich hart, immer richtig zu liegen. Und deswegen ist es so wichtig, das Paket muss unterm Strich einfach Rendite erzeugen. Ansonsten kannst du es auch gleich wirklich tatsächlich einfach dir einen Goldklumpen davon kaufen, ja, oder es einfach irgendwo hinlegen das, und bunkern das auf irgendeinem Konto. Oder sonst irgendwas oder gar nichts machen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, wenn du keine positive Rendite bekommst bei allen Dingen, die du kombiniert machst an der Börse, oder kannst du auch gerne noch weiterfassen, insgesamt investieren, wenn du quasi vielleicht schon mehr Geld hast oder so und dann noch eine Immobilie hast und so weiter. Und es ist ja genau das Gleiche, wenn du eine Immobilie hast und es rentiert sich nicht, dann musst du halt was ändern. Ne? Also, das ist ein bisschen doof. Ich kenne bestimmt hier einige in der Gegend, die haben so eine alte Immobilie, da frage ich mich immer, die zerfällt schon fast, warum passiert da nichts? Ja, irgendwie Missmanagement. Ne? Also, Gott sei Dank gibt es davon nicht so viele bei uns. Auf jeden Fall, zurück zum Ding, also hier Optionsscheine. Ja? Also, das ist letztendlich so ein eigenes gekapseltes Projekt für sich. Das sind sogenannte begleitende Optionsscheine. Ich habe die Idee auch mal von, ich glaube, von einem Herrn Proffe oder so mal bekommen. Vor Ewigkeiten schon und da bin ich da auch auf die Schnauze gefallen. Was habe ich damals falsch gemacht? Naja, ich habe einfach irgendwann mal ein Video zu dem Thema gesehen von dem Herrn Professor schon vor ewigen Jahren. Habe mich dann auch in den Newsletter eingetragen, den kostenlosen erstmal und so weiter. Und da war halt gerade ein Zeitpunkt, da waren die Aktien irgendwie hoch oder so, ja. Und dann habe ich ein paar Optionsscheine gekauft und dann sind die nicht gleich ins Plus gelaufen. Und dann habe ich sie quasi wieder verkauft. Also dieses typische nicht wirklich wissen, was man eigentlich tut, Phänomen war das. Das ist ja schon viele Jahre her. Und als ich dann so mal ein Jahr später auf die gleichen Optionsscheine geschaut habe, die ich damals dann gekauft habe und dann wieder gleich verkauft, darunter waren auch Microsoft und so weiter, wären die, ich glaube, um 500% im Plus gewesen oder sowas. Ne? Und aus diesen Fehlern lernt man halt und idealerweise, und diese Regel gilt grundsätzlich, machst du deine Fehler mit kleinerem Geld, als du dann später sozusagen aus den ge gelernten Fehlern deine Aktionen machst. Und so kannst du es natürlich dann auch wieder quasi wegwischen, ja? Auch gedanklich und psychologisch. Das heißt, ich habe damals irgendwie vielleicht nur ein Fünftel von dem Kapital gehabt, was ich heute habe zur Verfügung, also sagen wir mal vor 7, 8 Jahren oder so. Und habe da Fehler gemacht, habe ein paar hundert Euro oder auch vielleicht ein paar tausend Euro verloren. Aber habe halt, heute mache ich die Sachen besser, rentabler, wesentlich rentabler und mit etwas mehr Geld, sagen wir mal, ja, sagen wir 10-mal mehr Geld und dann ist es auch quasi aus der
Sozusagen, es ist ein ganz normaler Werdegang. Ne? Manche Leute haben halt das Glück, dass sie halt von klein auf quasi in einem Umfeld aufwachsen, wo man einfach von vornherein gementort wird. Ja? Und das war halt bei mir nicht der Fall. Das heißt, ich musste mir alles irgendwie selber aneignen, so ein bisschen Autodidakt. Über Kurse, Mentoren, Coachings und Bücher auch und alles Mögliche. Und vieles davon hat auch nicht unbedingt sofort funktioniert. Ja? Es bedeutet es ist nicht so, dass du irgendwie ein Buch liest oder mehrere Bücher oder ein Coaching nimmst, du gleichzeitig oder Mentoren oder irgendwelche Videokurse oder sonst was. Oder meinetwegen auch Seminare. Ich war auch mal an diesem Trading-Hotel da in Lohr am Main oder wo das da ist. Ja? Das hat mir damals auch nichts gebracht. Das ist 2000, war das 2013 oder so. Ja? Es ist nicht so, dass du nur weil du dich weiterbildest, so automatisch ja, rentabler wirst oder besser oder so mal, dass sich in bare Münze dann auch umwandelt. Das ist leider auch ein Trugschluss. Und natürlich wird es natürlich im Marketing der ganzen Mentoren und Coachings und was alles mögliche, was es gibt, natürlich nicht so dargestellt. Aber die Realität ist nun mal so. Und in jedem Coaching-Programm, in jedem Mentoring-Programm, was es da draußen gibt, gibt es genauso die Pyramide. Manchmal ist sie flacher, manchmal steiler. Wie in jeder stinknormalen Schule oder Universität oder egal sonst was. Ja? Du hast in jeder Universität hast du die Pyramide. Was meine ich damit? Du hast, sag mal, eine Klasse von 100 Schülern oder 100 Studenten. Ja? Und dann haben eben 5 bis 10% haben halt immer einen Einserschnitt. Ja? 20 bis 30% haben dann eben immer einen Zweier- oder Dreierschnitt, ja, und dann das Mittelfeld und so weiter. In der Regel ist es ja gar keine Pyramide, sorry, das ist ja eine Vase, ja, eine Vase. Also das Mittelfeld ist die große Masse, hoffentlich in der Regel. Aber ich war auch schon mal in der Hauptschule, ganz lange her, und da glaube ich, da war es eine Pyramide. Also ich glaube, da hatte weit über die Hälfte der Schüler hatte eine Note von 3 bis 4 oder schlechter in manchen Schulaufgaben. Okay, jetzt haben wir lange ausgeholt, aber alles wichtig, denn es ist schon in gewisser Weise ist das Leben eigentlich eine Kopfsache. Ja? Wenn deine Gedankengänge nicht richtig sind oder so, oder du quasi ein Zocker-Mindset hast, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du quasi Zocker-Mindset, meine ich, du bist ungeduldig, ja, oder machst du so idiotische Dinger wie setzt Geld ein, das du wieder brauchst bis zu einem gewissen Zeitpunkt, oder du setzt Geld ein, welches du dir ausgeliehen hast und hast deswegen keinen klaren Kopf und keine Gelassenheit, die du nun mal brauchst, ja. Und so weiter und so weiter. Also, das ist schon mal das Erste, was du aufräumen musst. Da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Also, long story short, das hier ist das Video vom ersten Projekt, also dieses kleine in sich sozusagen unabhängige, geschlossene Projekt, wo ich mit Optionsscheinen handeln werde und versuchen werde, da halt irgendwann mal auf 1 Million zu kommen, sei es 10 Jahre, sei es 6 Jahre, 8 Jahre, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Alles, was positiv sozusagen in diese Richtung geht, Millionen, ist natürlich willkommen. Die Zukunft kann sowieso niemand sehen. Und ich kann auch gleich sagen, wenn ich in 3 Jahren, ja, auf halber Strecke bin mit diesem Projekt und in 3 Jahren sehe ich die unternehmerische Gelegenheit meines Lebens, ja, dass ich irgendwie mich in der Firma einkaufen kann und meine Träume werden wahr, ja, keine Ahnung, eine Firma, die was weiß ich, produziert, ja, keine Ahnung, grafische Elemente für Disney World oder keine Ahnung was, ja, oder ich weiß gar nicht. Halt irgendwas, was mich halt komplett fasziniert, dann kann auch sein, dass ich in 3, 4 Jahren dieses Projekt wieder abbreche, ja, und das bis dahin gewonnene, verdiente oder
ja, akkumulierte Geld halt in was anderes investiere. Also die Freiheiten, die überlasse ich mir dann schon selber. Ja. Also die nehme ich mir dann schon voraus. Also gut, also hier, okay. Was wollte ich jetzt als nächstes zeigen? Ach so, ja klar. Also es hat sich, wie gesagt, einiges getan. Und das ist sozusagen der aktuelle Stand. Und ich habe es auch quasi einfach mal Paste und Copy dann raus, weil das ist jetzt so die Übersicht, ja, von den Dingern, die ich halt habe und wie sie jetzt aktuell stehen, Status Quo heute. Also wir sind jetzt hier einfach, na, kann man das jetzt hier mal ändern, dass das hier nicht mehr so, okay. Also erstmal, wir fangen erstmal mit den Negativen an. Hier PayPal, der 2,35er, wir sind jetzt bei PayPal, glaube ich, unter $200 oder so gefallen. Hier bei den Call-Dingern, da sieht man hier immer die Preise. Ich kaufe meine Option schon immer am Geld. Und hier sieht man eben ganz klar, wenn du jetzt quasi gehst auf PayPal, siehst du, dass sie weitaus niedriger sind wie, weiß ich gar nicht, wo sind wir da? PayPal. Ja, das finde ich immer so toll. Google zeigt es mir dann immer in Euro. Das ist immer super genial. Wie kriege ich es jetzt hier in Dollar wieder her? Nein, die Webseite mag ich nicht. Hey Leute, geht's euch noch gut? Ich will den PayPal. Oh, diese ganze Werbung-Scheiße mit diesen Aktienwebseiten, das hält da keine Sau aus, ey. Der Aktionär in Dollar, Leute. Das jetzt Dollar oder was? Nein, ist auch Euro. Ja, ist wahnsinnig. Das muss man hier irgendwo einstellen können. Ja, super. Die Performance. Wirecard. Also, das ganze Gedöns regt mich auf. Mal kurz. Irgendwie egal. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier bei. Okay. Disney World ist auch eingesackt. Also, wie hier sieht man zum Beispiel Prozente. Also, jeweils um 50%. Das ist natürlich ein bisschen krass. Aber ihr erinnert euch, in dem Video vom 10.11. habe ich schon gesagt, dass ich mir bei Disney World nicht ganz sicher bin und bei PayPal auch nicht. Und ich habe auch gesagt, dass ich mir bei Facebook nicht ganz sicher bin. Das hat aber bis soweit noch gut funktioniert, weil es halt einfach volatilere Aktien sind. Also wesentlich volatiler als wie Alphabet oder Microsoft. Also die Phasen übers Jahr gesehen, wo sich Microsoft und Amazon korrigiert, also die sind wirklich überschaubar. Ja? Und deswegen habe ich ja auch prozentual wesentlich mehr. Man sieht es hier schon, ich habe sogar gestern nochmal nachgekauft. Amazon bei 3680er. Ja, das ist jetzt 2%. Der erste Schein, den ich ganz am Anfang gekauft habe, im Oktober oder so, wann das war, weil ich habe ja dann am 10.11. erstes Video gemacht. Ihr erinnert euch, das Video, was ich über die Amazon-Aktie gemacht habe, und diese Optionsscheine orientieren sich ja am Aktienpreis, mit dieser Seitwärtsrange und leicht tendenziell aufwärts. Ja, jetzt, ja, ihr erinnert euch, okay. Einfach mal in meinem YouTube-Kanal nachschauen und ja, also die Dinge ist bis jetzt aufgegangen. Die Rechnung, dass Amazon letztendlich tendenziell aufwärts steigt, und man sieht auch hier, wann der Optionsschein fällig ist, ja, und am 20.01.23. Das heißt, da ist noch über ein Jahr hin, über ein Jahr Zeit, dass sich der quasi hier verdoppelt. Also die Strategie ist halt, dass wenn ich hier 100% bin bei dem Optionsschein, dass ich die Hälfte wahrscheinlich dann verkaufe, und dann bin ich auf jeden Fall raus aus dem Risiko. Ja.
Und das ist auch mit die größte Position aktuell. Dann die größeren Positionen noch, Visa hat durchaus seine Schwierigkeiten. Manche sagen, die Zahlen waren zwar gut, und ich habe den Optionsschein auch kurz davor gekauft, weil ich mir das auch gedacht habe, dass sie gute Zahlen haben werden. Aber gab trotzdem einen Sell-off und da gehen die Meinungen auch auseinander. Selbst die Analysten haben da keine Ahnung, warum das jetzt genauso ist und so weiter. Wir sind jetzt einfach bei Visa, das ist einfach ein langfristiger, tendenziell aufwärts gerichteter Abwärtstrend, der aber schon etwas abflacht aktuell wieder. Und das spiegelt sich halt hier auch in diesem trendbegleitenden Optionsschein weiter wieder. Bei Alphabet hat man ein bisschen Schub nach oben und bei Microsoft auch. Und das sagen wir mal, im jährlichen Trendverlauf. Und das war ungefähr vor 2, 3 Wochen. 3, 4, 5 Wochen, sowas. Hat sich die ganze Aktie, also quasi um 10% irgendwie, ungefähr nach oben verschoben. Und das spiegelt sich halt hier dann sozusagen in den Optionsscheinen hier quasi mit 20, 30% und ähnliches hier bis 50% auch wieder. Ja, LVMH hat sich auch ganz gut entwickelt eigentlich. Hat eigentlich letztendlich auch einen stetig aufwärts gerichteten Abwärtstrend. Tesla ist natürlich stark volatil, aber da habe ich ehrlich gesagt keine Zweifel, dass wir da nochmal wirklich nennenswert stark und Langzeit unter 1000 Dollar die Aktie fallen. Und deswegen habe ich hier bei Tesla zum Geldwert von 1040 gekauft und 1060. Ja. Als die Aktie dann nochmal zurückgekommen ist, habe ich nochmal einen kleinen nachgekauft und auch mit dem bin ich jetzt wieder 18% im Plus. Ja. Und mit dem älteren Tesla-Schein, der auch noch über 1,5 Jahre geht, quasi hier fast, also noch genug Zeit zur Entwicklung ist, habe ich schon 36, also zwischen 30 und 40% plus. Ja. Und du siehst aber auch, dass die Tesla-Optionsscheine ich letztendlich vom Volumen her relativ gering halte, also immer so 1000 Euro oder weniger. Und das hat eben damit zu tun, rein psychologischer Hintergrund, weil die Tesla, ich davon ausgehe, dass die Tesla-Aktie und damit auch die trendbegleitenden Optionsscheine wesentlich stärker schwanken werden, als wir jetzt in Microsoft oder in Alpha Beta. Ja? Und damit sozusagen das Paket insgesamt eine geringere Schwankung hat, mache ich einfach die Optionsscheine, von denen ich eine höhere Schwankung erwarte, mit einem geringeren Wert. Ja, ungefähr die Hälfte. Ja, also wenn ich jetzt da mit 2000 Euro eingestiegen bin bei Amazon, dann mache ich halt bei Tesla nur 700, 800 oder 1000 maximal. Ja. Und somit halte ich halt die Schwankungen ein bisschen in Grenzen. Und das ist natürlich psychologisch natürlich ein starker Vorteil. Ne? Also insbesondere, wenn du halt, sagen wir mal, ja, einfach so. Ist auf jeden Fall vorteilhaft. Jetzt können wir das Ganze nochmal hier, ich habe das dann hier Paste and Copy. Dann hier auch, man kann daraus dann auch Grafiken machen und allen möglichen Firlefanz. Da nehme ich mir jetzt nicht die Zeit dazu. Das mache ich vielleicht irgendwann mal dann akkumuliert, dann über einen Monat oder sagen wir mal Ende des Jahres oder sowas. Das hier sind jetzt sozusagen. Also, das sind Plus- und Minusbeträge hier. Achso, das hier sind Plus- und Minusbeträge. Das heißt, ich kann das jetzt hier akkumulieren. Dann bin ich insgesamt bei einem Plus von 3816 Euro. Das sind alles Euro. Ja. Was kann ich dann noch machen? Ich kann sagen, okay, ich akkumuliere einfach das investierte Kapital. Obwohl das natürlich das investierte Bruttokapital ist. Ne? Das inkludiert natürlich diese 3000 erstmal. Ne? Also das heißt, ja, ich müsste jetzt halt quasi die Einstiegssummen hier eigentlich nehmen und das ist nicht ersichtlich aus diesem Ding hier.
Das müsste ich mir erst einzeln rauspulen und dann nochmal auflisten. Da habe ich jetzt keine Zeit dazu. Aber allein das hier, dann kann ich hier natürlich sagen, okay, was ist jetzt die Bruttorendite? Dann mache ich einfach mal 100 und geteilt durch das. Hier nach 14 Tagen bin ich bei 13%. Und das gleiche habe ich hier auch am 8.11. gemacht. Da war ich bei 14%. Ja, das heißt natürlich, ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen noch zusätzlich investiert, die sich bis jetzt noch nicht so stark entwickelt haben. Also den größten Gewinnschub hatte ich bereits damals am 8. oder am 10.11., wo ich das Video halt da gemacht habe. Da hatte ich auch 14% ungefähr von 20.000, 3.000. Und jetzt bin ich halt 14 Tage später. Naja, also, ja doch, also ich habe doch 800 Euro noch zusätzlich, immerhin in 14 Tagen. Aber natürlich auch insgesamt mehr investiert. Das heißt, von der Gesamtbruttorendite bin ich halt bei 13,5, also quasi identisch, etwas weniger sogar. Aber dass die Investments, die ich jetzt zusätzlich getätigt habe, wir sehen hier, ich habe noch hier noch keine LVMH, ich hatte noch keine, ja, also alles, was ich halt hier noch zusätzlich habe, quasi, habe ich mich ja nochmal zusätzlich rein, nochmal knapp ein Drittel sogar, ja, weniger als ein Drittel, das sind ja die Gewinne mit dabei, okay. Das heißt, so, sagen wir mal, so 20% nochmal draufgelegt, das Portfolio nochmal vergrößert, ja. Und dann um ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro, es ist wirklich nicht so viel gewesen. Und das ist sozusagen, wenn ich jetzt alles sofort alles abverkaufen würde, hätte ich hier quasi, ja, ich würde mal sagen, ich habe ja das Video am 10. gemacht. Und davor, die 14 Tage ungefähr, habe ich diese Dinger hier eingesammelt. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, Monat. Ja. Also ich bin quasi circa einen Monat live mit dem Ganzen. Ja. Also in einem Monat quasi 13%. Und das ist natürlich schon geil, weil unsere Jahresperformance-Ziel ist ja 50%. Ja. Also Ziel sind 50% im Jahr per annum, PA. Und damit die Rechnung aufgeht, ne, dass wir quasi in 10 Jahren eine Million haben. Das kann natürlich in manchen Jahren stärker, schwächer sein, was auch immer. Okay, aber wir werden es ja sehen, wir werden es erleben. Ne? Ich nehme euch ja mit auf die Reise. Und das heißt, ich könnte jetzt mir einen Monat erlauben, wo ich gar keine Rendite mache und bin immer noch gut im Ziel. Ne? Weil 13% in einem Monat, das wäre aufs Jahr gerechnet, wären das ja fast 150%, ne? Ja, okay, so hat soweit funktioniert alles ganz gut. Interessant wird es natürlich bei der nächsten Korrektur, ja, wie das Ganze dann aussieht. Die wird bestimmt kommen. Ich frage mich halt immer noch, jetzt abschließend noch zum Thema Korrektur. Ich frage mich immer noch, wird diese Korrektur genau dann kommen, wenn es niemand erwartet an der Börse? Also eine ganz normale Korrektur, ich meine jetzt 10, 15%, maximal 20%, kein Crash. Und wenn diese Korrektur kommt, also ich meine jetzt flächendeckend, nicht einzelne Werte, so wie jetzt PayPal, dann geht das Ding hier natürlich auch massiv runter. Und wenn diese Korrektur kommt, kommt sie dann, wenn sie niemand erwartet? Und welcher Zeitpunkt könnte das sein? Welcher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt, wo niemand diese Korrektur erwarten würde? Und es könnte natürlich sein, dass dieser Zeitpunkt Dezember lautet, sprich nächsten Monat. Ja, weil jeder Jahresendrallye, wir erinnern uns, ja, 2018 hat zum Beispiel die Fed schon mal versucht, irgendwie irgendwas an den Zinsen prinzipiell zu ändern. Und schwuppdiwupp war der ganze Aktienmarkt 20% im Keller innerhalb von kürzester Zeit.
Ich wage mich zu erinnern, das war 2018, Ende Dezember, wo alle gedacht haben, naja, im Dezember, da geht doch die Rallye ab, da geht die Rallye ab, ja. Apropos, einer der Gründe, warum ab und aktuell PayPal und Visa so schwächeln, auch Mastercard, habe ich hier auch jetzt mit drin. Ah ja, cool. Eine kleine Position. Okay, da bin ich kaum. Hat sie noch nichts getan. Ist meiner Meinung nach auch vielleicht das Jahresendbalancing. Ja, also die ganz großen Fonds und so weiter, die müssen natürlich schauen, dass sie bis zum Jahresende ihre bestimmte Performance und so weiter bekommen. Und dann schmeißen die quasi mäßig gelaufene Aktien manchmal aus dem Portfolio irgendwie und so weiter. Also da gibt es so eine Regel, die müsste ich mir auch nochmal genauer anschauen. Und da ja letztendlich Visa und PayPal in den letzten Monaten oder im letzten 6 Monaten oder so, in den letzten 2, 3 Quartalen mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist, kann sein, dass einfach große Fonds den Wert einfach mal vorübergehend aus dem Portfolio geschmissen haben. Und deswegen natürlich jetzt hat der einzelne Anleger sich wundert, oh, die Zahlen waren doch okay von PayPal und Visa Card, ja, warum gehen jetzt die Aktien runter? Ja, von daher war es vielleicht ein etwas schlechteres Timing. Aber wer jetzt halt komplett von PayPal überzeugt ist, was ich jetzt nicht so hundertprozentig bin, ich habe bei PayPal ein Fragezeichen aus verschiedenen Gründen, obwohl es eine gute Firma ist, ja. Aber wir werden natürlich schon sehr stark attackiert auch, ja, von anderen wie Square und wie sie alle heißen da. Aber es ist immer noch die größte, ja, von den Bezahlungsdingern da. Wer jetzt halt super, super, super überzeugt wäre von PayPal, könnte natürlich sagen, na, wenn jetzt PayPal nochmal 10% fällt, kaufe ich eben wieder am Geld, dann zum neuen Preis nochmal einen Optionsschein. Also wie ich es auch bei anderen Werten gemacht habe, von denen ich zu 100% überzeugt bin, wie zum Beispiel bei Alpha, Tesla und so weiter. Aber so bin ich eben bei PayPal nicht überzeugt, ja, weil ich denke, dass sich dort in der Branche gerade was verschiebt. Ja. Okay. Da will ich jetzt nicht näher erläutern. Das wäre ein komplett eigenes Video wahrscheinlich, wo ich auch selber noch mehr Recherche machen müsste, um dann auch ein wirklich mehrwertstiftendes Video draus zu machen. Ist ein Thema für sich. Ja, da spielen Dinge eine Rolle wie Kryptowährungen und so weiter und so weiter. Facebook eine völlig andere Geschichte. Ja, Facebook ist extremst dynamisch, weiterentwickelt. Tesla absolut Wahnsinn. Alphabet, die haben so viele Unterfirmen, innovativ und alles. Also das ist natürlich die Firmen, die flexibel, innovativ, dynamisch, ja, und einen wirklich starken jahrzehntelangen Aufwärtstrend haben, die kannst du dann sozusagen in so einen Optionsschein dann theoretisch mit kleinem Geld verhältnismäßig, ja, maximal 5%, 5 bis 10 maximal Prozent von deinem Portfolio, nicht von deinem Gesamtvermögen, ja, von deinem Portfolio. Ja. Mal angenommen, du hast jetzt eine Million Euro Gesamtvermögen, dein Haus und alles Mögliche und du hast 200.000 Euro Aktienportfolio. Dann sollte das nicht wirklich nennenswert mehr sein wie 20.000 Euro, wo du hier investierst. Ne? Also eher 10, wenn du noch keine Erfahrungen hast. Ich habe ja da auch schon mal Erfahrungen damit gemacht. Also nicht so, dass ich komplett unerfahren bin. Und je nach, sagen wir mal, Schmerz, das muss dann selber in dich selber gehen und selber auch mit dir selber klarkommen. So, jetzt war mein Aufnahmetool wieder mal überfordert und hat sich verabschiedet. Na gut, vielleicht sollte ich mir auch mal 2000 Euro in einen neuen Computer investieren. Den kann ich sogar jetzt zu 100% abschreiben, seit der neuen Regelung. Okay. Ja, also geh in dich selber, ganz, ganz wichtig. Egal ob mit Aktien oder egal was du machst im Leben,
immer dann ganz dir ganz absolut zu 100% bewusst sein, wo ist deine eigene Schmerzgrenze und so, was würde dir wirklich wehtun, wo kannst du nicht mehr schlafen und so weiter. Worst-Case-Szenario, das ganze Ding geht Richtung Süden. Das heißt, das halbiert sich mal. Ne? Das Ding ist jetzt plötzlich nur noch 13.000 Euro wert. Kann ich trotzdem noch einigermaßen gut schlafen. Okay? Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du das überhaupt machst, weil das kann natürlich passieren, dass das Ganze auf 10.000 Euro wert runtersackt von 28, wenn im Dezember plötzlich so eine komische Korrektur kommt. Aber ich bin vollends überzeugt, bis auf Disney, PayPal, ja, alles andere, Facebook hatte ich ein bisschen Zweifel, aber scheint, ja, vielleicht. Ja, Tesla, bin ich auch vollends überzeugt, nur erwarte ich halt höhere Schwankungen prinzipiell. Und das werde ich auch, die werden auch diese Aktien, die ich hier habe, oder die Tramping-Optionsscheine, werden definitiv durch jede Krise durchkommen. Und ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns dann zu diesem Punkt frühestens in 14 Tagen wieder und werden dann sehen, ob in 14 Tagen hier das Ganze, ob wir dann schon über 30.000 gekommen sind, ja, oder eben nicht. Bis dahin, dein Thomas Klein, bis zum nächsten Mal und tschüss.